So, hi Leute, ich bin's wieder. Heute ist der vorletzte Tag im Smoloff. Und ich habe ja bei den letzten beiden Videos schon alles erklärt. Deshalb wollte ich auch mal ein bisschen mehr auf mich eingehen. Ein bisschen erzählen, wie ich mich jetzt fühle. Also das ist jetzt die 11. Einheit. Und ich muss ehrlich sagen, ich werde wahrscheinlich auch hier abbrechen. Das heißt, ich werde die morgige Einheit wahrscheinlich nicht machen. Ich sag mal so zu 80%. Weil erstens habe ich nächste Woche einen Wettkampf. Ne, und ich habe seit Berlin nicht mehr die Ablage trainiert. Ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das funktioniert. Und deshalb werde ich jetzt mal ein paar Tage Pause machen und dann nochmal so eine Art Techniktraining machen. So langsam merke ich es doch so in den Knochen, Bänder, Sehnen, die hohe Belastung halt, ne? Weil das ist schon nicht ohne, ne? Du trainierst praktisch nonstop mit hohen Gewichten und das macht sich natürlich bemerkbar, ne? Von der Muskulatur her muss ich sagen, habe ich es mir schlimmer vorgestellt, so die ersten, ja, ich sag mal so die ersten 5-6 Einheiten, so, da hattest du fast Dauermuskelkater, ne? Also du bist praktisch bist gar nicht mehr aus diesem Muskelkater, sage ich mal, herausgekommen, dass sich halbwegs wiederholt, aber das hat sich mit der Zeit gegeben, muss ich sagen. Also das Regenerieren, das ging immer schneller, ne? Also man hatte so, ich sag mal so 1-2 Tage, dann war auch schon fast wieder alles weg, ne? So, ich habe jetzt vor dem ganzen Smoloff hier, was ich jetzt mache, das ist eine 8x4 mit 157,5. Habe ich noch einen kleinen Maximaltest gemacht. Und einfach mal so, ne? Weil die ganze Zeit immer nur Smoloff, ne? Wobei ich sagen muss, habe ich auch viel so trainiert. Also ich habe wirklich jetzt 3 Wochen lang 6 Tage die Woche trainiert. War vielleicht ein Tag zu viel. Ne? 5 hätten es vielleicht auch getan. Aber müssen wir mal gucken. Ne? So, schaut euch den letzten Satz mal an. Ich habe übrigens gefilmt jetzt Satz Nummer 3 habt ihr gesehen, Nummer 6 und die Nummer 8, also der letzte. Ne? So, und jetzt seht ihr Maximalversuch mit 185. So, und das wollte ich einfach mal so als kleinen Test einbauen und als kleines, ich habe ja gesagt, ich breche jetzt den Smoloff ab und damit ihr mal sehen könnt, dass das Ganze auch wirklich was bringt. Ne? Ihr wisst ja noch, wie ich die 182,5 gedrückt habe. Und dann schaut euch jetzt mal den 185er an. Und viel mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Ne? Schaut euch das an. Ich sag schon mal Tschüss und bis die Tage. Ne? Geht jetzt immer noch rein. Warte, muss.